Moin Amigos, moin zusammen, alles Grüße euch, ich hoffe euch geht's gut. So, bevor das Testspiel, die Generalprobe gegen Lommel SK gleich beginnt, das Spiel wurde übrigens auf 14.30 Uhr nach hinten verschoben, aufgrund dessen, weil die Boys aus Belgien im Stau standen, ist auch kein Problem. Der Stream geht dann auch bald los gegen halb, pünktlich zum Anpfiff. Zur Aufstellung sei noch eben ganz schnell gesagt, dass wir mit Schwebe im Tor spielen. Die Viererkette besteht aus Schmitz, Kilian, Chabot und Pedersen, Skiri auf der 6. Auf der halbrechten Position Ljubicic, Duda auf der 10, links Kainz und vorne im Sturm Tigges und Selke. Warum lässt man denn nicht Lemperle und Selke spielen oder Adamian und Selke? Weil Meiner mit einem von beiden, Meiner und Tigges kennt man ja eh schon, aber Selke und Tigges jetzt, warum lässt man nicht beide eine Hälfte spielen? Gut, ist jetzt wieder Baumgarts Geheimnis, es ist halt wie es ist. Später kann ich mir vorstellen, dass Hüseyin Basic für Ljubicic reinkommt, Ole sind für Duda, Meiner vielleicht für Kainz oder Meiner für Selke oder Tigges oder Adamian für Selke oder Tigges oder Lemperle für Selke oder Tigges. Schindler könnte für Schmitz noch reinkommen. Ja, wir schauen mal, ne, was da jetzt tatsächlich in diesem Spiel passieren wird. Hauptsache, es verletzt sich keiner und die Jungs können sich gut einspielen. Hinzu kommt, dass sämtliche Medien oder Sportseiten davon berichten, dass Leat Paccarada, der 28-jährige Linksverteidiger von St. Pauli, mit uns, mit dem 1. FC Köln einig ist und dass er halt im Sommer ablösefrei zu uns wechseln wird. Dazu werde ich dann nachher auch nochmal was sagen, wenn das Testspiel vorbei ist, zu meiner Analyse, denn danach nochmal ein paar Worte zu Leat Paccarada. Sollte er jetzt tatsächlich kommen oder sollte sich das jetzt bewahrheiten, wovon man jetzt mal ausgehen darf, dann finde ich das schon sehr gut, unabhängig davon, ob Hector bleibt oder aufhört. Aber mit Paccarada und Pedersen dann hätte man schon mal zumindest, ja, von der Qualität natürlich immer noch schlechter als Hector selber, das ist klar, aber wir müssen ja auch gucken, dass die Spieler, die wir bekommen, natürlich auch kostengünstig sind und dann natürlich noch mit Mumm, Wille, Leidenschaft und so weiter Gas geben können. Und Leat Paccarada ist halt ein sehr offensiver Linksaußenverteidiger mit einem guten Schuss, gute Flanken. Das passt schon. Sollten wir tatsächlich vielleicht auch noch durch die Fühler von Christian Keller nach Regensburg schauen und greifen und halt Benedikt Steffen Gimba holen, dann wäre ich sogar noch zufriedener mit Paccarada zusammen und Pedersen. Weil Gimba kann, wie gesagt, nicht nur Linksverteidiger spielen, er kann auch mit in der Innenverteidigung spielen und er kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Und mit 1,87 groß bringt er auch eine gute Größe mit. Und Paccarada ist auch kein kleiner. Ne? Gut, das wäre es jetzt erstmal von mir. Viel Spaß beim Testspiel gleich und wir hören dann später. Haut rein, come on FC. Achso, mein Tipp ist 3-1. Tschüss.